Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da, der Geralt ist wieder da, wir spielen The Witcher 3. Wir sind in Novigrad unterwegs und ja, wir haben die komplette Mätressenliste abgearbeitet, die uns der gute Rittersporn hinterlassen hat. Und wir müssen eine mysteriöse Bardin finden. Die scheint das Herz unseres guten Rittersporns gewonnen zu haben und das Problem zu sein. Ja. Barde ist kein schlechter Job. Scheiße! Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Hört auf rumzuheulen. Hör auf, uns anständigen Leuten Angst zu machen. Ich mache niemandem Angst, ich laufe. Das ist was anderes. Ich laufe, Freunde. Ja, es ist schon Nacht und morgen müssen wir dann wieder zum Unterricht gehen. Ja, wir haben der Frau Vanadre versprochen, ihr noch ein wenig Schwertkampfunterricht zu geben. Das wird toll. So, dann gucken wir mal hier. Wie geht's dir, Puschel? Hast du den alten Soldaten vermisst, Kreuzchen? Oh, guck mal. Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Soldan redet mit seinem Vogel. Ah, du bist wieder da. Ja, bin ich. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Sultan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu, sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Ja, das ist aber vernünftig. Wir wollten ja über Rittersporn reden. Und, wie steht's? Viel erfahren? Boah. Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Okay. Ich denke, ich hab was Besseres. Worauf wartest du noch? Leg schon los! Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ach, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das Priscilla. Muss sie sein. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Sehr gut. Interessantes Bild. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen? Hat sich verknallt, glaube ich. Was soll ich sagen? Könnte es sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat? Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, na ja. Dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Echte Lyrik. Na dann. Trifft soll dann nach Sonnenuntergang im Eisvogel. Das ist doch nach Sonnenuntergang. Dann können wir doch direkt mal hingehen, denke ich. Ich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Da können wir da mal gucken gehen. Vielleicht sind die ja schon da. Es kann natürlich auch sein, es ist schon übelst spät und hier ist schon nichts mehr zu holen. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Ja, das sind die guten Aussprüche. So, dann schauen wir mal. Oh, da hinten ist ein Auftrag. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Ein paar Arschgestelle. Oh. Na, guten Tag.
gestimmt wird hinter der Bühne. Also die weiß gar nichts. Jetzt verdienen die Geld, indem die über mich singt. Das sehe ich gar nicht ein. Ach, Priscilla. Den kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib. Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Oh, da sterben nee. Manche Leute. Oh, bitte diskutiert das woanders aus. Ehrlich jetzt? Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Nein, zwar ihr. Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache.
Strategie, Alte. Ich hab dir nur den Arsch retten wollen. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Okay. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt. Als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Oh je, Mini. Dieser jemand. Hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein. Aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Wolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigirolfen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigirolfen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Rolfen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ja. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Kriegen wir hin. Tja, ich hab hier nichts zu tun. Ich geh wieder. Badehaus. Badehaus. So, begib dich morgen zu Beatrice. Jetzt ist es eh schon so spät, dann können wir jetzt mal warten. Ich muss Puschel füttern und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Stufe aufgestiegen. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ach, hier vorne. So. Vielleicht wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Ich sollte nicht mehr her. Was ist denn jetzt hier an der Einschlagtafel neu? Gegenstände magischer Natur. Oh, ist verboten. Kaufe Bücher. Okay. Verdrehkünstlerwort aus der Zunft der Rüstungsschmiede. Aha.
Mitwa besitzt sein Vermögen in Münzen und Liegenschaften, sucht eine alte Jungfrau. Okay. Achtung, Spukhaus. An alle aufrechten Bewohner Novigrads. Hört auf die Warnung eines loyalen Mitbürgers, macht keine Geschäfte mit dem Beutelschneider, die Jonker. Seine Familie mag wohl als angesehen und ehrenhaft gelten, doch er selbst ist ein Schwein und Betrüger, hat mir zu einem guten Preis ein Haus verkauft, obgleich ich ja genau wusste, dass es darin spukt. Man kann dort nicht wohnen, denn ein böser Geist quält jeden, der auch nur den Fuß hineinsetzt. Einstweilen begnügt er sich mit Lärm und Streichen, doch wer weiß, zu welchen Übeltaten er noch imstande ist. Okay. Das Spukhaus. Das war doch, das hatten wir doch schon. Wir suchen das Spukhaus nochmal. Dann wenn wir jetzt eh hier rumstehen, können wir nochmal schnell nachgucken gehen, denke ich. Was da so los ist. So, apropos, was wollen wir denn eigentlich aufwerten? Was wollen wir denn hochnehmen? Gibt es denn hier noch irgendwas? Pyrotechnik? Nee. Warum was Scholz? Maximale Vita. Techniken, ja, das ist ganz spannend. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Dann machen wir mal die Rüstungsschmelze noch eins drauf. Entschuldige mich. Du kommst mir bekannt vor. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftauchte und mich heilte. Wer schreit denn hier? Aber im nächsten Augenblick war ich pleite. Ohne Einkommen für mein Leben. Wer schreit denn hier? Komm, wir gehen nochmal das Spukhaus heimsuchen. Mal gucken, wie es dem, wie es der Dame Göttling jetzt geht. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Ne, hier unten sind sie gar nicht, die sind oben. Die hat aber Besuch. Wer ist denn hier? Corinne. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Hm, ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Okay. Na gut, dann... Dann sollen die mal glücklich hier zusammenbleiben. Das ist okay. Da freue ich mich. Habe ich ja doch mal was Gutes bewirkt. Weil meistens macht man hier irgendwas, denkt, oh, bin ich ein netter Kerl. Und dann, ja... Kriegt man relativ... schnell mit, dass es halt doch nicht so ist. Es ist immer noch morgen, also werden wir jetzt einfach mal hier an der Hauptquest weiter stricken und werden mal hier nach dem Herrn Räuben suchen. Der spielt bestimmt auch Karten und der hat bestimmt auch irgendwelche coolen Karten, denke ich. Ah, und Badehaus. Badehaus. Klingt doch total gut. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. Rennen die Kinder vor mir weg oder was ist hier los? Ich muss wirklich mal zum Friseur gehen dann. Hier hinten ist ein Barbier.
Ich glaube, ich habe was Schlechtes gegessen. Gegrüßt sei der gnädige Herr. Salve. Rasierer, Scheren, Messer, alles ganz frisch geschliffen. Sehr gut. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? Na dann. Sympathische Koteletten. Wir bleiben schon bei dem Vollbart. Das finde ich schon ganz geil. Aber ein bisschen getrimmt, dass der nicht so runter zauselt. So, und Frisur. Lang und offen. Ah, nee. Nee, beim Geralt sieht das tatsächlich nicht gut aus. Das sieht bei Geralt nicht gut aus. Das ist schon besser. Da sieht er ja aus wie ein Mädchen. Das ist... Bis dann. Hat jetzt nichts gebracht. Aber gut, wir haben es mal ausprobiert. Haben wir uns mal angeguckt, wa? Das waren noch Zeiten. So, dann schauen wir mal. Das ist doch das Badehaus hier, oder? Na dann. Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen! Ach, ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Rolden Zeit für dich hat. Na klar. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Eine Moment. Siggi Rolven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Hallo Happen. Hi, Happen, Muhaha. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Happen, der Eunuch. Deine Ausrüstung passiert nichts. Wunderbar. Siggi Rolven wartet nebenan. Hey, oh, guten Tag, hey, hallo. Hast recht gehabt, er hört weiß. Nicht rum. Und Juno hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt. Oh, je, je, je. Ja, ja, ja. So viele nackte Frauen. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Ah!
Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Na dann, gib mal was her, Junge. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Wir brauchen eine Legende. Niemand entkommt. Gott, na schön, komm schon. Zählt dein Handtuch eigentlich als leichte Rüstung oder wie läuft denn das? Fest. Jetzt ist Junior Hurensohn ein toter Mann. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber da hat er recht. Hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Junior kann sich gut verstecken. Er besitzt Bauernschleue. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Das ist, glaube ich, Dijkstra. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6 Mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolf. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Bring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Mhm.
Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hat einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Schon mal Gwint gespielt? Aber ja, Gwint ist die Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Der hat ja seine eigene Karte. Spielen wir. Komm. Hier, Moment, wo ist er denn? Nee. Hier, da ist er. Seht ihr das? Der Herr Dijkstra. Haben wir irgendwas Neues bekommen? Nee, haben wir nicht. Na dann, schauen wir mal. Ich fange an. Ja, siehst du, da können wir Dijkstra gegen Dijkstra spielen. Die tausche ich mal aus und ihn. Oh, das ist kein gutes Blatt. Guck mal hier, Dijkstra, ich habe dich selber am Start. Das ist. Ja, gut. Der Gegner passt. Dann machen wir das mal so hier. Ziehen wir noch eine Karte. Naja. Das ist ganz schön viel Belagerungskram. Oh, was haben wir denn hier für feines Zeug? Wir können ja fort. Na gut, der ist jetzt nicht so geil. Dichte Nebel, na gut. Okay.
Na, Meister Dijkstra, guck mal, was ich kann. Großklappe, die ich bin. Nee, das ist ja albern. Jetzt hat er mich, also jetzt hat er mich tatsächlich mal richtig rangekriegt, der Kollege. Jetzt hat er mich echt rangekriegt. Ja, jetzt kriegt er eine Karte, das ist ärgerlich. Ich brauche auch mal so einen Verbrenner hier, das ist echt keine schlechte Karte, du. So, jetzt geht's um alles. Jetzt oder nie her mit der Marie. Klirrende Kälte, natürlich. Nichts. Das war jetzt nicht besonders clever, Herr Kollege. Und vorne die glühende Kälte, weiß ich nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Naja, jetzt hat er noch mehr so Wetter. Deswegen habe ich nicht so viele Wetterkarten. Dann hat man einfach ein bisschen mehr Luft hier. Ich würde jetzt spontan behaupten, wir machen noch den da. Gott, der hat ja nur noch so einen Kram. Komm, da können wir jetzt auch wegpassen. So. Na, Meister Dijkstra, das war natürlich ärgerlich, hä? Nicht übel. Esteratissen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung des Coyatel. Okay, warte mal. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Esterat Tissi. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen. Oh, das ist aber schön. Mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Oh Gott. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Okay. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Oh nein. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als er mir deine Dienste wollte? Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? Emhyr natürlich. Na klar. Aha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Aber genug geredet. Ja, ich zahle dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Na los. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte.
Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Das ist klar. Habe ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Mhm. Was hast du denn vor? Bitte folge mir. Gottes Willen, was geht denn jetzt? Ja, das ist aber jetzt die Stelle, an der wir Schluss machen. Das ist ja hier ein Loch im Keller des Badehauses. Gut, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen wieder gefallen. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter, wie immer. Ciao, ciao, der Ära.